Herzlich willkommen zur nächsten Folge NHL 16 Ultimate Team mit mir, dem Didi, bzw. dem Daniel. An den Reihen hat sich nichts getan, trotzdem wie vor jedem Spiel scrollen wir hier einmal durch. Reihe 1, Reihe 2, Reihe 3, seit letzter Woche mit Nikita Kucherov, Reihe 4 im Angriff, dann haben wir Bishop im Tor, dann in der Defensive, erste Reihe gleich geblieben, zweite Reihe auch gleich geblieben und Orpik und Hamilton in der dritten Verteidigerreihe. Und dann suchen wir uns auch schon das nächste Spiel. Ich muss zugeben, ich habe eben schon so die ersten 10, 15 Minuten der eigentlichen Folge, die heute kommen sollte, aufgenommen. Aber die Internetverbindung war grauenhaft. Es war sehr frustrierend. Vorne ging nichts rein, hinten. Er konnte schießen aus allen Situationen. Er hatte 3 Schüsse, 3 Tore. Das ging gar nicht. Also da habe ich mich wirklich richtig verarscht gefühlt. Jeder Schuss von meinem Gegner ist reingegangen. Und ich vorne schön gespielt, den Puck schön gehalten, hin und her. Schöne Spielzüge gemacht, aber er wollte halt wieder nicht rein, ne? Ist halt das Karma, ne? Ich weiß gar nicht, welches Karma da zurückschlagen soll, wir haben ja nichts gemacht. Und dann muss ich zugeben, habe ich das Spiel auch abgebrochen, denn ich wollte diese Folge jetzt hier noch vernünftig aufnehmen und wisst ihr dann mit 3-0 oder 4-0 hinten, bei dem läuft alles und bei uns läuft gar nichts. Da hatte ich dann auch keine Lust drauf, deswegen geht's jetzt los mit dieser Folge und ich hoffe einfach, dass diese ja wenigstens vernünftig wird. Von mir aus können wir auch verlieren. Ich lade nicht nur das auf, was ich gewinne. Aber es soll vernünftig sein, es soll nicht so ruckeln. Und es war einfach mega frustrierend. Das müssen wir uns nicht antun. Wir wollen ja hier mit einer positiven Stimmung reingehen. Er hat auf jeden Fall hier, wie es aussieht, ein solides Goldteam. Und auch hier. Soll ich was sagen dazu? Oder das spricht für sich. Ne? So, ich lade das jetzt hoch. Wir gucken uns das jetzt an. Genauso hat es eben auch angefangen, mit dem Sniper, das war noch okay. Aber ich habe gerade angefangen zu reden, diese Verbindung, diese Halbsekundenverzögerung, seht ihr da die 91 oder was es war, wie die eben kurz in die Mitte gezogen ist? Wenn du den Spielerwechsel machst, ist er fast eine halbe Sekunde verzögert und dadurch zieht er sich halt natürlich gar nicht dahin, wo du willst und vor allem dann auch mit dem falschen Spieler. Also das nervt einfach, diese Mikro-Rucklause, wo du einfach voll aus der Bahn kommst. So, jetzt müssen wir sowieso aufpassen. Tarasenko hinten mit. Aber bis der sich dann auch mal umdreht, das ist mir auch seit dem letzten... Ja, jetzt kriegen wir noch eine Strafe. Das ist mir vor allem seit dem letzten Update aufgefallen. Erstens kommen die Pässe überhaupt nicht mehr so gut an wie vorher. Und dann auch, dass die sich irgendwie gar nicht... Also rückwärts drehen kann man ja steuern, das mache ich ja auch immer. Aber bis die sich mal vorwärts gedreht haben, das dauert ja eine Ewigkeit. Und dann eiern die da langsam rum rückwärts. Und vorne kriegst du nichts hin oder so. Oder wenn der Gegner kontert, da rennen die dann erstmal seelenruhig rückwärts hinterher. Also manchmal ist mir das hier echt unerklärlich seit dem neuesten Update. Ich meine, gut, wir können auf eine vorige Gameplay-Version stellen, aber nicht in Ultimate Team. Im Saisonmodus ist alles okay, da gibt es auch keine Internetverbindungen, Schwierigkeiten oder so. Das liegt alles an mir, was da passiert. Wir hatten auch, glaube ich, noch kein einziges Bug-Gegentor, also da ist alles gut. Das Einzige, was so ein ganz kleines bisschen Frust immer bringt, ist Ultimate Team. So, Thornton, da geht Sean Monahan. Kriegt ihn leider nicht durch. Seht ihr, ich meine, der muss ja auch nicht rein. Aber in der letzten Folge bei dem ging ja alles. Der musste sich ja nicht mal anstrengen. Läuft in mein Drittel rein, Schlagschuss, Tor. Ich habe freies Tor, treffe nicht. Und die schießen halt von wo sie wollen und treffen egal wie. Also, das ist halt das, was frustriert. Aber stört uns jetzt nicht. Nächstes Spiel, wir probieren es aber auch. Oh! Wäre das nicht schön gewesen, wenn das jetzt geklappt hätte? Das wäre dann wirklich Karma gewesen. Oh! Schade. So, jetzt rüber. Ja, endlich kommt der Pass mal an. Und Tipp in, Sean Monahan, schön. Vorlage. Der Assist für Milan Lucic. So, das war auch im letzten Spiel. Das Spiel ging ja 1-2 Drittel. Und kein Querpass ist angekommen. Ich meine, ist ja okay. Er geht durch die Mitte, die können den ja auch wegspitzeln. Ist ja okay. Aber wenn keiner ankommt, dann weißt du, dann bist du frei durch. Und dann kommt der Pass nicht zu deinem Mitspieler an. Oder wenn er ankommt, dann trifft der Mitspieler den Puck nicht oder so beim Schuss dann. Also es lief wieder unglücklich wie immer. Ja, aber das kennt ihr schon, wenn ihr diese Serie hier länger verfolgt. Da erzähle ich nichts Neues leider. Aber wie gesagt, das ist eigentlich das Einzige, was ich zu meckern habe. Dieser kleine Frust zwischendurch. Ansonsten möchte ich gar keine negative Stimmung verbreiten. Sich hier aufzuregen bringt auch nichts. Und das war schon fast knapp geworden gerade. Und das war auch doof. So, jetzt Lucic. Raus. Schön. Beide aussteigen lassen. Einmal in die Mitte. Wieder nach außen. Holen. Jawohl. Nach hinten. Oh. Vom eigenen gefährlich dahin gebracht. Und wir bringen direkt wieder unsere erste Angriffsreihe drauf.
Stepan Kreider und Tarasenko dürfen sich versuchen. Los geht's. Leider wieder kein Bulli gewinnen, das war gut. Oh, Stepan, erstmal halten. Girardi probieren. Oh, schade. Die können ihn noch ruhig mal reintippen. Oh, da ist er gut hingelaufen. Oh, tipp ihn nicht. Jetzt. Oh, und der hält ihn wieder. So, Stepan hat ihn wieder. Rüber, kommt nicht an. Schade. Tarasenko. Wen haben wir da? Girardi. Oh, da müssen wir nämlich aufpassen. Das wollte ich gerade noch sagen bei diesen Querpässen. Wenn er die abfängt, dann haben wir ruckzuck hinten wieder ein Tor drin. Hier, und warum der Jendl da jetzt stehen bleibt, weiß ich auch nicht. Gut, er wurde gecheckt, aber dann wurde ich von ihm direkt abgewählt. Und, oh, zum Glück haben wir den da geblockt. Und konnte mit Jendl eben direkt nicht direkt wieder hinterher rennen. Das war... Das sind diese, seit dem kleinen Update, diese kleinen... Oh, schade, da war noch einer. Diese kleinen Mängel, finde ich. Diese kleinen Schwierigkeiten, die es immer wieder gibt. Der nimmt den Pass nicht vernünftig an oder... Ja, keine Ahnung, wie wir es eben gesehen haben. Das ist schade, ich weiß es nicht. Warum gelingt es manchen Entwicklern immer wieder, Spiele mit Updates zu verschlechtern? Also, ich habe gesagt, ich möchte nicht über dieses Spiel hier meckern und negative Stimmungen verbreiten und ist scheiße und sowas, ne? Aber diese kleinen Schwierigkeiten waren vorher nicht da und das finde ich doof. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Oh, der Pass. Zum Glück nicht richtig angekommen. Hägelin, komm. Oh, und dadurch gibt's jetzt auch noch Abseits. Ich glaub's nicht, ey. Schüttel doch nicht die Hand, ey. Naja, immerhin kriegen wir Powerplay. Aber da war mehr drin. Ein Abseits da eben, ey. Hamilton. Warum nimmt er den nicht an, Zuccarello? Das ist auch unverständlich. Offline habe ich diese Probleme nicht. Hier, der... Aufpassen, nicht snipern lassen. Bishop diesmal zur Stelle. Das wollte ich zwar nicht, das Bulli da hinten, aber okay. Haben wir halt zu lange gebraucht. Könnte ich an einem rummeckern, weiter geht's. Wir müssen wieder nach vorne kommen. So, da holen wir uns den über Girardi und Brassard. Und können ihn nicht wegbringen. So, jetzt Hamilton. Und da läuft wieder fast der eigene gegen mich. Guck mal, das sind diese kleinen Schwierigkeiten. Warum rennt Brassard da voll nach hinten? Das war vorher nicht so. Oh, den haben wir. Folino, halten drin, schön. Jetzt der Pass. Kommt leider nicht an diesmal. Oh, schade, Bruce hatte den fast gehabt. Jakubow, aufpassen, nicht snipern lassen. Ha! Und Nick Foligno. Brassard, er ist wieder komplett. Aber wir sind durch. Der Pass, kommt nicht an, Foligno. Oh, warum denn mit der Rückhand? Und Brassard, einmal vorbei. Foligno hat ihn. Oh, der Pass war vielleicht ein bisschen zu steil rüber, aber das lag diesmal an mir. So, Brassard, oh, da hätten wir nicht in die Mitte ziehen sollen. Ich dachte, ich kann ihn euch vielleicht verarschen. Gegen, schön. Kucherov. Brassard. Oh, und wieder kriegt er ihn. Warnek. Oh, mit dem hat er schon einen reingesnipert, Leute. Nugent Hopkins, hast du... Oh, Bishop. Warum diese Schwierigkeiten? Ich verstehe es manchmal nicht. Da haben wir schon Goalie mit Stärke 88. Spielen oft gegen schlechtere. Wenn auch nicht viel, aber gegen schlechtere. Und was die halten und was der Bishop nicht reinlässt. Reinlässt, meine ich natürlich. Beziehungsweise womit der Schwierigkeiten hat. Das verwundert mich. So. Schön, Monahan. Oh nein! Das wäre Monahan auf Lucic. Ja! Das wäre die Revanche für das erste Tor gewesen. Hätte der andere dann vorgelegt. Oh, und immer diese Strafen. In dem Spiel, was ich am Anfang meinte, war das auch wieder so. Ich hab's auch gesagt, ich sag's ja wirklich mittlerweile mehrmals pro Folge. Wir müssen aufpassen, wann wir diese Stochern machen. Aber wirklich, wenn's fast über jedes zweite Mal passiert. Also Entschuldigung, das kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal diese Kacke dafür Beinstellen kriege. Also ganz ehrlich. So, Jendl. Orpik, raus da jetzt. Ist jetzt eh gelaufen, das Drittel. Ein Schuss kann er noch. Oh! Bishop, mach keinen Scheiß. Guck mal. Was der für Schwierigkeiten hat. Lässt er den sich da voll vor sich klatschen oder so. Das finde ich einfach nur unnötig, ungünstig, ärgerlich. Muss doch nicht sein. Meistens, wenn wir Tore schießen, sind die doch auch vernünftig. Gut, wir haben ein, zwei Glückstore auch dabei, wenn das Spiel mal ein bisschen versagt. Aber wie oft haben wir selber so einen schon reingekriegt, ne? Das ist... Mehr als doppelt so viel reingekriegt, wie selbst so eine scheiß Tore geschossen. So, Fanghand. Die war gut zur Stelle. Jalmassen. Ey, wir kriegen den aber auch nicht, wenn die uns haken, meistens beim ersten Mal. Oh,
beim ersten Mal meistens haken die uns einmal, zack, Puck weg vom Schläger, nehmen ihn sich auch direkt. Bei uns ist das so, wir müssen erstmal zweimal haken, dann haben die den Puck immer noch und beim dritten Mal haken wir dann und dann können wir uns eine vielleicht holen, dann ist der Gegner erstmal weg vom Puck. Es ist halt, du kannst ja haken und der rennt immer noch weiter. Aber irgendwas machen wir hier noch richtig falsch oder wir werden einfach beschissen. So. Ryder. Oh, Bishop. Orpik. Foligno und jetzt raus auf Kreider. So, da drüben kommt er. Oh, Mann. Und dann immer dieses... Der kriegt ja wirklich... Jetzt, komm. Oh. Der kriegt ja so viele von uns. Hier, das ist das... Ja, okay. Wir haben uns auch beim ersten Mal geholt. Ist okay. Das war ziemlich aussichtslos. Schön Girardi drin gehalten. Simmons. Oh, und der kommt nicht an. Ja, war ein bisschen ungünstig gelenkt an dieser Stelle jetzt von mir. Was ist das für ein Pass? Die kam doch vorher an. Ich habe nicht mal wirklich lange gedrückt oder so. Die Pässe kamen an. Die Pässe wurden nochmal angenommen. Hier, und er macht es einmal und hat den Puck. Wenn wir das machen, oder das beste Beispiel, wenn wir checken. Wenn wir checken, kriegen wir nie den Puck danach. Der Gegner kriegt immer irgendwie den Puck. Entweder springt er zu einem Mitspieler oder er holt ihn sich selber, weil der Check macht ihm ja nichts aus oder so. So, nächstes Powerplay. Vielleicht sind wir diesmal ja auch öfter mal im gegnerischen Drittel. Beziehungsweise länger. So, Zuccarello holt ihn sich da vom Bully Puck. Genau das hilft... Jawohl! War nicht drin, aber genau das hilft natürlich, vorne ein bisschen Druck aufzubauen. Dass der Pass wieder mal nicht ankommt. So, jetzt. Broussard, rein da jetzt. Oh, puh! Aus der Luft oder was? Okay, das wäre ein schönes Tor geworden. Oh, Zuccarello mit dem Check. Broussard gegen, holt ihn sich. Rüber. Ja! Oh, Zuccarello mit dem Tor, das tut jetzt gut. Spiel gedreht. Endlich geht so einer auch mal wieder rein. Das war ja schon wieder ärgerlich, da hat Zuccarello nach hinten gespielt, nach dem Bulli. Und das war nun wirklich nicht so schlecht gelingt von mir, ja? Dass der da vorher an Girardi vorbeigegangen ist, eine Szene davor. Guck mal, wo Bishop wieder Probleme hat. Aber das, was ich sagen wollte mit Girardi, das war mein Fehler. Aber damit Zuccarello, warum der hinten nicht zum Verteidiger geht, ist mir unverständlich. Ich meine, das ist ja nicht mal viel Platz zwischen Bande und Verteidiger. Und trotzdem treffen wir immer wieder diese Lücke da, ey. Also, naja. Oh, nicht so einfach austanzen lassen jetzt hier. Hamilton, hinten letzter Mann. Oh, Cry dagegen. Schön. So, seht ihr. Einmal stochern, dann haben wir eine. So will ich das immer sehen. Ja, okay, das war schlecht gelenkt. Weil ich gerade schon wieder weiter war, als ich eigentlich wollte. Das muss ich ja dann noch zugeben. Ja, ich kann ja nicht alles aufs Spiel schieben. Aber ich bin der Meinung, ich kann schon beurteilen, wann habe ich richtig gelenkt und wann nicht. So, rüber jetzt. Na, schade. Oh, auch wenn er sich selbst da ganz schön gefährlich hingelegt hat. So, Dougie Hamilton ist da. Nicht vorbeilassen einfach. Oh, Baumeister. Schön. Spitze hinweg ist er. Oh, auch wenn wir nur wieder gefährlich in die Mitte geben. Oh, wäre der durchgekommen, wäre schön gewesen. Aber es war klar von Anfang an, dass das ein riskanter Pass war. Oh, Bishop mit dem Save. Der war nicht einfach. Kucherov. Oh. Wir vertändeln uns den aber auch selber manchmal da hinten. So. Kucherov, Thornton. Erstmal halten, sicher. Und weg über außen. Schön. Da ist Foligno. Oben links. Ja! Das Zielen klappt doch. Rein damit. Und hat Joe Thornton da vielleicht sogar die Sichtbehinderung gemacht? Ich weiß es nicht. Ist eigentlich auch egal. Tor ist Tor. So, und endlich treffen wir auch mal wieder. Wann hatten wir das letzte Mal 3 Tore? Auch wenn wir getroffen haben, so mehr als 2 Tore in Ultimate Team war meistens nicht drin. Auch wenn wir oft gewonnen haben oder so in Liga 6 beispielsweise. Das war meistens nicht 5-1, 6-1 oder mehr. Das erwarte ich auch nicht, aber so 3 Tore ist doch beim Eishockey schon realistisch. Dann kann man auch mal 2 reinkriegen. Aber meistens ist es so, wenn du ein Gegentor kriegst... Ja gut, die Folge ist das beste Gegenbeispiel. Wenn du ein Gegentor kriegst, ist dann meistens schon, na, jetzt musst du dich aber rankämpfen über 2 Drittel. Ja, aber gut, in dieser Folge haben wir zurückgelegen und haben es dann halt geschafft, uns ranzukämpfen und führen jetzt sogar. Zuccarello? Hägelin? Oh, Broussard auch verpasst. Aber egal. Hat er sich schön vertändelt da eben. So, aufpassen, den wir da schlänzen. Oh, nee, da verarscht er uns. Oh, und der Pass kommt dann aber vorbei. So, Yandel und Girardi holen ihn sich da zusammen und verlieren ihn wieder. Oh, zum Glück kam der Pass nicht an. Aber er hat ihn trotzdem noch natürlich. Bei uns wäre er direkt wieder weg gewesen. So, Girardi, Broussard, rüber, Hägelin, renn. Holen dir, irgendwie spitzeln oder so, aber keine Strafe kriegen. So, aufpassen, Girardi,
Oh, ja. Da wird wieder so eine Aktion draus. Das war doch eigentlich nichts. Aussichtslose Position und sowas alles. Egal, Yandel. Simmons. Yandel will nach hinten, komm. Schön gestört. Monahan hat ihn. Simmons und renn nochmal. Ein Tor ist noch drin. Lucic geht mit. Schön, der Pass kommt an. Und jetzt Monahan auch da. Oh, schade, der war vom Verteidiger geblockt. Schöne Aktion. Alle Verteidiger, alle Stürmer meine ich natürlich, alle drei von uns. Dran beteiligt. Bishop nochmal mit der Fanghand. Und mit 3:1 gehen wir ins letzte Drittel. Das Spiel hat doch noch einen ganz schönen Verlauf genommen und weiter geht's. Aus 11 Schüssen haben wir 3 reingemacht. Das ist doch eine Bilanz, die können wir diesmal sogar sehen lassen. Und er hat aus 13 nur einen reingemacht. Haben wir da gerade am Videowürfel gesehen. Und damit bin ich doch zufrieden. So, Gegner. Oh, der falsche. Tarasenko hinterher. Verteidigt mit. Und das kann ich auch nicht verstehen, wenn ich bei dem bin. Warum kommt der Jalmassen dann da so blöd rausgerannt? Also seit diesem Update, wie gesagt, ist die KI ein bisschen fragwürdig. Und wofür gibt's da jetzt? Er hat doch geschossen. Ja, natürlich wieder beinstellen. Ich habe noch gestochert. Eigentlich hätte ich mir die Frage auch sparen können. Wofür gibt's sonst eine Strafe? Oh, oh. Nicht direkt reinschießen lassen. Er rennt rum. Der Pass kommt. Und Bishop diesmal zur Stelle. Okay, das nächste Mal halten wir den mal fest. Oh, oh, in der Mitte ist er frei. Aber Ohrpick... Riskant ging er. Guck mal, warum dreht der da erst noch so eine Pirouette? Das war wieder eine ganz kurze Internetverzögerung. Und zack, dreht er sich da im Kreis und hinten liegt er dann im nächsten Moment am besten wahrscheinlich wieder noch drin. So, Yandel hinten. Der Pass kommt nicht an, sehr gut. Poke-Check von Bishop, wie es aussieht, glaube ich. So, Yandel. Die Internetverbindung lässt gerade so ein bisschen nach. Man merkt diese leichte Verzögerung und es fängt so ein bisschen an zu buggen. Zu laggen. So, hier, er schirmt ihn da ab. Das kann er ruhig machen. Solange es dabei bleibt. Na, na. Orpik. Ja, schön gestört. Er hat ihn immer noch. Der Pass. Oh, kommt nicht an. Und Yandel, Jalmassen. Und Unterzahl überstanden. Yandel hinten. Oh, Hörtel da. Und der Pass wieder nicht. Bishop wäre rübergekommen. Die Trockenübung kann er gut, aber wenn der Schuss dann tatsächlich kommt, holt er sich nicht, wa? Nee, kein Eising, du hast verzögert, mein Junge. So geht das nun nicht. So tricky. Iginla. Oh, Orpik riskant, aber Seabrook noch hinten. Er vergeudet da jetzt viel Zeit, weil er so rumkurft. Ich meine, wenn die Schlenzer dann reingehen, ist es ja gut für ihn. Und jetzt kommt er. Ja, es war eine Frage der Zeit. Es hätte nur ein Pass rüberkommen müssen. Das hat er jetzt gemacht. Die Luft war so ein bisschen raus, aber jetzt sind wir mal wieder dran, nach vorne zu spielen. 3:2 nur noch. Also haben wir doch ein spannendes Spiel. Das, was ich meinte, was sonst nicht so richtig passiert. Haben wir jetzt hier. Hast du bisch... Ich hab's am Anfang gesagt, was der für Schwierigkeiten hat. Wie oft der sich hinter die Pads greifen muss. Und wie viele da auch, offscreen zum Beispiel, aber auch bei der Aufnahme durchgerutscht sind. Nicht... Oh... Das war gefährlich. So, Warnek. Nichts machen lassen hier. Der ist gefährlich. Zuccarello drüben. Ah, kommt nicht an. Aber den kann er sich nochmal holen. Los. Schön. Brassard. Ah, kommt nicht an. Hegel, den holen wir. Rüber. Zuccarello. Ah, kriegt nicht durch. Hinterher. Brassard. Schön geholt. Warum dreht der da eine Pirouette? Warum dreht der sich? Der muss nur nach vorne rennen. Dadurch haben wir jetzt den Puck verloren. Ich habe nicht mal irgendwas mit Rückwärtslaufen gedrückt, ganz sicher. Ah, oh, sowas ist ärgerlich. Oh, er haut ihn direkt zurück. Mach ich auch. Oh, in die Mitte. Wäre der angekommen. So, Brassard. Oh, komm. Jetzt. Hier, ich will ihn dreimal haken. Dreimal. Und krieg's nicht hin. Es gibt ja nicht mal eine Strafe. Ich treffe ihn einfach nicht. Und ich war nicht so weit entfernt. Jedenfalls nicht die ersten Male. Oh. 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 Stepan. Schön. So, jetzt aber. Den haben wir gekriegt. Hier, was macht denn der Kreider da? Du sollst in die Mitte und den jetzt reinmachen. Zack. So nicht. Rennt der da eben erst noch zurück oder so? Ja, Seabrook kriegt den Check. Aber Tarasenko vorne. Mit dem können wir schlänzen. Schade. War auch ein ziemlich spitzer Winkel. Jalmassen, Gegner. Schön gestört, aber Stepan muss mit nach hinten. Aufpassen. Oh, Skinner. Oh, Bishop, gut hingekommen. Oh, das war der Pfosten, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall Sichtbehinderung da. Und es war schwierig, der Schlenzer glücklich drüber gegangen.
Ist natürlich eine Assi-Spielweise, die er hier auch hat. Er hält den einfach und schlänzt ihn dann rein. Oh, ich glaube, das war gut, dass wir da waren und diesmal halten wir den fest. Er hätte gerne reingehen können da gerade, beziehungsweise nicht gerne, sondern gut und gerne. Joe Thornton mit dem Bulli gewinnen, das macht er ziemlich gut. Und ich verstehe es immer noch nicht, warum Foligno da einfach so rüber rennt. Wenn er auf seiner Seite bleibt, oh, und jetzt abseits. Würde er auf seiner Seite bleiben, würde er den Pass nach dem Bulli direkt nach vorne kriegen. Aber ich verstehe es nicht, warum er dann da rüber rennen muss. Auch seit dem Update. Anstatt auf seiner Seite die Linie hochzurennen und den Pass zu kriegen, lieber die Anspielstation wegnehmen, dem eigenen Spieler. Und einfach, ja, in die Mitte rennen, wo die anderen Gegner sind. Ist, oh, unglücklich. Und Bishop jetzt mit zwei guten Saves hier. Also in diesem Spiel, manchmal ist er vielleicht ein bisschen unsicher, aber da hält er uns schon gut mit dem Spiel hier. Aber es gab halt, wie gesagt, auch ganz andere Spiele. Und das Gesamtbild macht es, wa? Salut, oh, nee. Ging. Wieder nicht, schade. Orpik. Riskant gegen. Simmons hilft mit aus. Oh, Bishop mit dem Blocker zur Stelle diesmal. Sah eigentlich nach einem relativ harmlosen Schuss aus. Hamilton gegen und hat ihn. Schön. Ja, da hinten holen wir uns auch ganz gut die Pucks mittlerweile. So, wen haben wir hier? Monahan mit dabei. Oh, drüber. Simmons, letzte Minute läuft. Einmal rum, leider nicht. Aufpassen. Bloß kann man reinkriegen. Halten. Oh, Pick ist mit da. Schön. Der passt direkt zum wechselnden Spieler. Da habe ich niemals hingelenkt. Weil da war ja auch noch ein anderer. So, schön gestört. Direkt vor ihm war da ja eben ein Spieler. So, jetzt nicht reinsnappern lassen. Schön, der Fehlpass war wichtig. Joe Thornton. Drüben. Oh, da kommt er hin. Nein. Gegen. Von mir ist noch eine Strafe. Weg jetzt. Oh, der holt ihn sich. Und, oh, er kriegt sogar noch den Schuss hin. Thornton ist immer noch nicht gegessen. Girardi, Kucherov. Oh, kommt wieder nicht durch. Kein Abseits. Was? Kucherov war ja wohl noch draußen. Was denn jetzt? Achso, nimmt der Torwart raus? Dann mach mal. Nicht viel Zeit verlieren hier. Ich will weiter. Ach, er hat Timeout gemacht. Alle haben wieder volle Ausdauer. Dann packen wir doch unsere ersten Reihen jeweils drauf. Angriffs- und Verteidigerreihe. Da sieht man nochmal das Timeout. Du kannst dann aber auch drücken. 15 Sekunden noch. Ein Bulli gewinnen würde uns sehr viel weiterhelfen. Zum Beispiel so einer. Und Tarasenko tief. Kreider hinterher. Irgendwie versuchen den vorne zu spitzen. Schön. Kreider. Oh, kriegt nicht durch. Die letzten Sekunden. Einen Schuss kann er noch machen. Oh, 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 oh. Den muss er aber auch machen. Und den hat er sich selbst vertändelt. Wir haben gewonnen. 3-2. Ein Spiel der Gefühle. Wir könnten die Folge auch Fehlpässe nennen. So, Ben Bishop lässt sich da beglückwünschen. Sehr schön, wir haben den Sieg. Die Liga ist sicher. Und wenn wir am Donnerstag das Spiel gewinnen, dann sind wir sogar schon sicher aufgestiegen. Dann geht es nur noch um die Meisterschaft, da seht ihr's. Aus 3 Spielen 2 Siege, beziehungsweise einer ist Pflicht. Und das ist ja wohl machbar. Ich hoffe, das schaffen wir direkt am Donnerstag. Wir gucken noch kurz in die Zentrale hier. Und dann war es das für diese Folge. Letztendlich ja doch erfolgreich, wenn auch überraschend. Ja, die Punkte da oben wurden noch nicht dazu gerechnet, aber das kann sich ja noch aktualisieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!